Zerstrittenheit der gesellschaftlichen und politischen Linken ist ja geradezu legendär. Jeder weiß es, dass es fast schon zum Identitätskern jeder linken Gruppierung, Strömung oder sogar einzelner Personen gehört, sich von anderen linken Gruppierungen, Strömungen, Personen abzugrenzen. Und man kann sagen, dass neben vielen anderen Faktoren auch diese Zersplitterung und Zerstrittenheit und dieser Abgrenzungsimpuls der gesellschaftlichen und politischen Linken untereinander einer der Erfolgsfaktoren auch für den Neoliberalismus in den letzten 2-3 Jahrzehnten gewesen ist. Dazu gehören noch viele andere Faktoren dazu, aber dass keine relativ einheitliche Gegenposition bezogen werden konnte, hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Neoliberalismus in vielen gesellschaftlichen Feldern den gesellschaftlichen Alltag der Menschen in einer Weise umgestaltet hat, gegen die das Institut Solidarische Moderne politisch, intellektuell, wissenspolitisch antreten möchte. Heute ist die Krise des neoliberalen Projekts zwar einerseits offenkundig und wir erleben auch weltweit geradezu Proteste gegen die Verwerfungen, die sozialen Ungleichheiten, die der Neoliberalismus produziert hat. Und gleichzeitig gibt es aber dennoch keine Gegenposition, keine Alternative, die wirklich konsistent, konsequent formuliert würde. Kein neues Wissen, was wirklich auch in die Politik gespeist wird, zu einer gesellschaftlichen Umgestaltung nach dem Ende des Neoliberalismus und seiner Herrschaft in den letzten Jahrzehnten. Und das Institut Solidarische Moderne versucht einen Beitrag genau zu einer solchen gesellschaftspolitischen Alternative zu leisten. Und es sieht sich auch als Raum, gerade diese zersplitterten, fragmentierten, pluralisierten linken Strömungen, Projekte, Gruppen und Personen aus Politik, aus Wissenschaft, aus Kultur und Gesellschaft zusammenzubringen, in einem Raum, um gerade über Alternativen nachzudenken, in einer solidarischen Weise nachzudenken, für eine solidarische Gesellschaft zu streiten. Und es ist gerade sozusagen ein Ziel und auch ein hoher Wert, das Institut Solidarische Moderne einen Raum zu bieten, gerade für die Überwindung dieser Zersplitterung der Linken. Die Linke als Mosaiklinke soll dabei nicht homogenisiert werden, soll nicht vereinheitlicht werden, es sollen dennoch erkennbare Strömungen bleiben, aber das gemeinsame Ziel soll in den Mittelpunkt rücken, die gemeinsame Vorstellung von einer solidarischen Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und zur Idee der Mosaiklinken, die durch das Institut Solidarische Moderne mitgestützt werden soll, gehört auch, dass all diese Personen, Gruppen, Strömungen, Organisationen, Projekte an je ihrem gesellschaftlichen Ort im Sinne dieser solidarischen Umgestaltung auch gemeinsam getrennt streiten. Also Mosaiklinke heißt nicht Vereinheitlichung, heißt Wahrung der Pluralität, aber heißt auch Räume zu bieten, damit diese Pluralität ein gemeinsames Ziel und auch eine gemeinsame Handlungsorientierung finden kann. Insofern bleibt ML aktuell, es heißt heute aber nicht mehr Marxismus, Leninismus, sondern Mosaiklinke und dafür steht das Institut Solidarische Moderne.